Ja, Dimitri Schmalz. Dimitri, schönen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für ein kleines Gespräch. Seit 1. Juni bist du, der neue Wirtschaftsförderer hier im Waldeck-Frankenberg. Spannende Aufgabe. Unfassbar spannend. Ja. Unfassbar spannende Zeit. Ein sehr, sehr breites Spektrum. Sehr breit. Olaf, erstmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, für interessierte Zuschauer ein Video aufzunehmen. Ja. Also die 100 Tage nicht in Form von einem Artikel, sondern tatsächlich live zu machen. Ja. Finde ich richtig cool, richtig toll. Schön. Und ja, zu der Fragestellung, die Aufgabe ist spannend und breit. Du bist... Ja, jetzt habe ich deinen Kalender hier. Das ist der Vorführeffekt. Wo sind wir denn? Da. Special Effects. Du bist seit 1900, man hört es am Akzent, dass du nicht aus Bayern kommst. Du bist mit deiner Familie 1991 hier nach Deutschland gekommen. Genau. Das heißt, es war auch eine harte Zeit für euch, Deutschkurs und so weiter. Naja, für mich persönlich nicht. Ich war relativ klein, ich war 6, ich kam in die erste Klasse und zwar im zweiten Halbjahr schon rein, durch die Unterstützung meiner Familie und damals auch in Rosenthal durch die Schule, eine unglaublich gute Schule, also eigentlich relativ schnell ins zweite Jahr gekommen, also wirklich nicht versetzungsgefährdet gewesen. Und genau, also 91 sind wir gekommen. Für mich war es nicht schwierig, reflektierend, ob es für meine Familie schwierig war. Ja, es war sehr schwierig. Die Integration hat nicht jedem in unserer Familie so gut geglückt. Also ist nicht jedem so gut ergangen wie mir. Aber für mich war das okay. Ich bin groß geworden. Prima. Zu Hause. Prima. So, dann hast du bereits 2001 hast du eine Ausbildung zum Mechatroniker gemacht, also mal richtig gearbeitet. Genau, ich habe nach der Schule direkt bei unserem Fissmann, beim Ofenhans, eine Ausbildung zum Mechatroniker damals bekommen. Unglaublich spannend, auch wirklich nur durch die Unterstützung der lokalen Wirtschaft, durch einige Paten. Damals auch wirklich ins Gespräch gekommen und ja, habe die Ausbildung bei Fissmann zum Mechatroniker begonnen. Dann hast du, bist du auch 2008 ins Qualitätsmanagement von Fissmann gewechselt? Ich habe Ausbildung ganz normal, 3,5 Jahre. Ich wollte verkürzen. Ambitionierte Ziele bei jungen Menschen klappen auch nicht immer. Ich habe in der Produktion erstmal gestartet, oder? Also tatsächlich wirklich am Band, Zweischichtbetrieb und habe dann auch Nachtschicht übernommen, relativ früh. Genau, und dann durfte ich ins Qualitätsmanagement in 2008. Das ist eigentlich eine spannende Geschichte, weil wenn man eine Berufsausbildung hat, man natürlich an viele Dinge, die gerade auch in der Wirtschaftsförderung an dich herangetragen werden, ja oft einen anderen Blick hat, weil man hat ja mal was geschaffen mit den Händen und du hast ja 2013 auch eine GbR gegründet. Mhm. Also du weißt, wovon du redest und auch kennst auch die Schwierigkeiten. Genau, also die GbR haben wir gegründet oder habe ich gegründet damals mit einem Freund. Als einmal Blick auf Sigi Franke, der damals tatsächlich gesagt hat, ich unterstütze dich bei deiner Abschlussarbeit für dieses Betriebswirtschaftstechniker-Aufbaustudium. Dafür wirst du aber eine Firma gründen, mein lieber Dimitri. Und das habe ich gemacht, die GbR. Und ja, wir haben relativ schnell gelernt zu scheitern. Gehört zum Unternehmertum, bin ich auch mal durch. Die Firma ist aber tatsächlich bis Mitte des Jahres, diesen Jahres, sogar noch existent gewesen. Okay. Also 2013 bis heute. Ja, aber dann weiß man natürlich als Wirtschaftsförderer auch, wo die kleinen Fußangeln liegen und selbst die besten Betriebspläne und Berechnungen überzeugen vielleicht noch den Banker, aber nicht den Kunden. Ne? Also das ist schon eine kleine Schwierigkeit an der Stelle. Jetzt ist es so, dass du
hier als Wirtschaftsförderer natürlich, du hast auch einen Auslandsaufenthalt, also in Finnland gehabt. Genau. Das ist ja noch eine schlimmere Sprache wie Ungarisch. Ungarisch ist schwieriger, ist aber derselbe Wortstamm. Das ist eine verwandte Sprache, okay, ne? Genau. Ja. Aber man versteht beide nicht. ja, doch. Polisi, Banani, Tomati, Banki. Schäckerin. Prost. Gibt es. Ja. Als du vorgestellt wurdest vom Kreis, hast du auch ein paar Beiträge dazu gemacht, dass Wirtschaftsförderung ist nicht nur ein Ziel, sondern eine Haltung. Was meint das? Also als Wirtschaftsförderer kannst du natürlich ganz klassisch erstmal in die Themen reingehen und hochprofessionell Unternehmen ansprechen. Du kannst hochprofessionell Geldgeber ansprechen und du kannst auch hochprofessionell Bürgermeister ansprechen, die im Besitz der Flächen sind. Was ich meinte mit der Haltung ist, dass du aus voller Überzeugung handeln musst. Also ja, ich kann hochprofessionell ansprechen, aber ich kann auch vollkommen mit Herz und Seele mich komplett einbringen und zwar manchmal vielleicht etwas weniger professionell, dafür aber schnell, ja, und kreativ. Nun ist Ansiedlung, fangen wir erstmal mit, ein schwieriges Feld. Ich sag mal, eine Lithium-Batteriefabrik oder eine Chip-Fabrik hier nach Waldeck-Frankenberg zu holen, ist ein Wunschtraum. Das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. Eher wenig möglich. Kleinere Betriebe anzusiedeln, scheitert oft an der Bürokratie. Ist das auch so eine Erfahrung, die du hast? Ich meine, die Wirtschaftsförderung hilft, wo sie kann, aber irgendwo sind ja auch die Grenzen der Wirtschaftsförderung. Klassische Antwort. Mein Team kennt diese Antwort. Ja, nein, vielleicht. Ist das für uns im ländlichen Raum schwierig, einen so großen Player reinzuholen? Ja. Hindert es uns daran, mit solchen Global Playern zu sprechen? Nein. Werden wir erfolgreich sein? Vielleicht. Also das ist meine klassische Antwort darauf. Wir führen momentan bereits Gespräche mit Ansiedlungen von klein bis groß. Die Schwierigkeit ist weniger die Bürokratie, sondern tatsächlich, dass wir vielleicht als Landkreis noch ein bisschen mehr zusammenwachsen müssen. Ja. Meine Bitte, also eine meiner allerersten Bitten war an alle Bürgermeister mit absoluter Transparenz, wo wir Greenfield, Brownfield, also wo wir Grundstücke haben, wo wir leerstehende Gebäude haben für Industriezwecke, über einen sehr einfachen Weg. Also der Kai Schotte, der junge Mann in meinem Team, hat ein tolles Tool gebaut, selbst, also befähigt gebaut, einfach diese Flächen zu melden. Mhm. Warum? Weil ich jetzt natürlich auch, und das ist die Haltung, relativ kreativ reingehe und mir sage, jetzt musst du Leads generieren. Leads, also tatsächlich potenzielle Kunden generieren. Wir haben unterschiedliche Kanäle, die wir momentan ziehen, und dann geht man da einfach rein, ganz offen. Also ein Thema, Exporial, Gespräche mit Investoren für bestehende Gebäude, Brownfield-Gebäude, ganz einfach geführt, auch gescheitert, weil die Gebäude nicht gepasst haben von der Infrastruktur, aber dann wiederum erfolgreiche Gespräche wie zum Beispiel mit der Schwarzgruppe zu führen und zu sagen, okay, was genau braucht ihr denn, damit wir für euch lukrativ sind? Ja. Und zwar nicht nur für die Schwarzgruppe ist Lidl. Genau, nicht nur für den nächsten Lidl, sondern in Richtung Zukunft. Ja. Data Center, Schulungscenter zum Beispiel. Also wir sind, und das möchte ich tatsächlich auch hervorheben, im Landkreis Waldeck-Frankenberg haben wir unglaublich viele Global Champions. Einen habe ich ja vorhin genannt, die Firma Fissmann. Das ist ländlicher Bereich, trotzdem ist das Unternehmen unglaublich stark. Ja, die Supply Chain ist schwierig, also die Anbindung. Und trotzdem hat es ein Unternehmen geschafft, effektiv und effizient Prozesse aufzubauen,
die Mitarbeiter so produktiv zu gestalten, also die Prozesse rund um die Mitarbeiter produktiv zu gestalten. Ja. Das ist zum Bereitmachen. Wir haben ja auch die Conti hier, die hätten durchaus verlegen können. Das wäre für die Schaeffler-Gruppe überhaupt kein Problem gewesen, so den ganzen Rotz nach Hannover zu bringen. Finger aus, bewegt unglaublich viel Material rein und raus. Ja. Hätte ich Günther, also ich meine, wir können jetzt lange aufzählen, wir haben unglaublich viele globale Champions, die man wirklich nennen muss. Und wir haben schon eine tolle Infrastruktur. Und jetzt haben wir aber auch noch was ganz Besonderes, und das sind die Menschen. Das ist, ich denke, das ist das größte Kapital, was wir haben. Naja, man sagt, die Menschen sind etwas schwierig im Waldeck-Frankenberg manchmal. Konservativ, um das so zu sagen. Ja. Also, es kommt drauf an. Ne? Ja. Nein, vielleicht. Ja, die Erfahrung zeigt aber aus anderen Regionen, wenn du jetzt, ich sag mal, ein Gewerbegebiet ausgewiesen hast, was oft schon mal mit Widerstand einhergeht, weil Naturschutz, wir sind einer, nicht nur flächenmäßig größte Kreis, sondern einer auch mit den meisten Naturschutz- und FFH-Gebieten in Hessen. Und dann kommen die lieben Nachbarn und Anlieger und sagen, mit mir aber nicht. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil, aber bitte, das ist meine Meinung, wir haben heute eine Situation, nicht nur das Hass und Fake und üble Nachrede und was weiß ich, gerade durchs Internet oder soziale Medien forciert wird, sondern wir haben auch einen Stand erreicht, in dem Eigennutz vor Gemeinsinn geht, in vielen Bereichen. Und das macht natürlich eine Ansiedlung, gerade von produzierendem Gewerbe, wo vielleicht auch in drei Schichten gearbeitet wird und Lärm gemacht wird, nicht gerade einfach. Ja, nein, vielleicht. Ja. Ich glaube, ich meine, wir sind in einer Demokratie und ich glaube, die Menschen verstehen, dass wenn wir einen gewissen Wohlstand haben wollen, den erhalten wollen, müssen wir diesen erwirtschaften. Er kommt nicht von alleine. Ja. Ich gehe nochmal kurz auf diese produktiven und sehr hocheffizienten Prozesse. Das können wir hier. Ja, wir müssen alle Menschen mitnehmen, so gut es geht. Wir müssen Konsens finden. Wenn jemand Bedenken hat, dann sind diese Bedenken ja nicht von ungefähr. Wenn man dem Beachtung schenkt und man bindet diese Person mit in eine Lösung, in eine mögliche Lösung, dann verstärkt man nicht das Problem. Und das ist tatsächlich eine der Folgen, die ich beobachten konnte. Wir beschäftigen uns zu sehr mit dem Problem statt mit der Lösung. Und wir haben die Möglichkeit, diese Energie umzulenken in Richtung Lösung. Und ich denke, das machen wir momentan sehr stark. Und das war mein Versprechen, dass wir kreativ, aggressiv und schnell unterwegs sein müssen. Denn es gibt so ein schönes Zitat von Ayrton Senna, das ist der Formel-1-Fahrer, der 94 verunglückt ist. Du kannst bei Sonnenschein keine 15 Autos überholen, bei Regen schon. Und ich meine, heute ist das Wetter gut, aber wenn man sich die wirtschaftliche Situation anschaut, es ist Regen, ganz viel Regen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, solange sich alle anderen beschäftigen, du hast es eingangs gesagt, die Wirtschaftsförderung, ne? Wir sind alle im Rennen, wir haben alle Gewerbegebiete, wir haben alle Bedarf nach Wirtschaft. Und die Fragestellung ist, wie kreativ sind wir, um A, auf uns aufmerksam zu machen und B, auch wirklich jeden Kunden bis zur Ansiedlung so lange zu betreuen und zu behandeln, dass er sich als Kunde fühlt und willkommen fühlt und auch dann wirklich hier ist. Also ich denke, Gewerbegebiete passt, wir haben ein gutes Signalmanagement. Zweite große Aufgabe der Wirtschaftsförderung ist natürlich, bestehende Betriebe zu erhalten und auch auf technisch neuem Stand zu verhelfen mit Beratung, mit Bildung, vielleicht auch mit der Versorgung von Fördermitteln und Krediten. Denn wir hinken ja grundsätzlich so technisch so ein bisschen hinterher in Deutschland, was Digitalisierung geht, das ist ja schon nun kein neues Phänomen und ein paar Glasfaserleitungen retten uns da auch nicht, wenn die Prozesse nicht digital sind. Da knapsen ja auch
viele Betriebe dran, auch Handwerksbetriebe, die heute ja nicht mehr, ich sag mal, beim Nachbar um die Ecke oftmals arbeiten, sondern auch weite Strecken fahren, um Aufträge abzuwickeln. Das ist auch eine eurer Aufgaben, da Effizienz reinzubringen, vielleicht auch eine Stabilität. Also erst einmal zu den bestehenden Unternehmen, wenn und das, was ich reflektieren kann, wenn ich durchfahre, das ist wie ein Flussdelta mit den Unternehmen. Also wir reden alle über das Wasser, aber es sind alle unterschiedlich tief gewunden und andere Geschwindigkeiten, Steine im Weg oder was auch immer. Das heißt, wir haben eine unglaublich große Vielfältigkeit. Die Probleme, auf die wir momentan stoßen, sind natürlich Fachkräfte hier reinzuholen. Also das ist eines unserer Kernthemen, die wir momentan versuchen zu bespielen. Doch bevor ich damit starte, Fachkräfte reinzuholen, und das war unsere Intention bei dem ersten Unternehmerfrühstück, den Menschen zu zeigen, dass die Welt sich disruptiv verändert. Stecken die Unternehmen, ich war jetzt beim Bildungspunkt, der im Korbach eröffnet worden ist, der Martin Isken ist Bildungscoach, stecken die Unternehmen oft zu wenig Energie in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter? Schon wieder ja, nein, vielleicht. Ich weiß nicht, ob das, was die Unternehmen heute an Kräften benötigen, tatsächlich bei uns überhaupt im Kreis noch möglich ist, ja, in der Bereitstellung. Also du brauchst teilweise Spezialisten, die kriegst du maximal in Berlin oder München. Deswegen würde ich nicht sagen, dass die Unternehmen zu wenig reinstecken. Ob die Unternehmen das gesamte Potenzial schöpfen, das mag ich zu bezweifeln. Also es gibt tatsächlich Potenziale, wenn man sie analysiert. Nicht jedes Unternehmen kann diese Potenziale analysieren und ausschöpfen. Es gibt Unternehmen hier im Kreis, auch nochmal so ein gutes Beispiel, Horizon, exzellentes HR, also P&O, People and Organization, exzellente Abteilung. Da brauchst du nicht reinzugehen und denen was anzubieten. Ne? Ich stelle mir gerade so einen Handwerksmeister 65 vor, der hat sein Leben lang, der hat gelernt, der war Geselle, der hat einen Meisterbrief gemacht für seinen Handwerksbetrieb und sagt, ich brauche keinen, der mehr reinredet, die sollen arbeiten und das war's und wundert sich, dass die Aufträge immer weniger werden. Also das hat ja mit Führungskräften nichts zu tun, aber dieser Unternehmer, wenn er sich verschlossen hat von dieser neuen Welt, die wie gesagt destruktiv ist, weil es bedeutet ja, sie ist zerstörend. Mhm. Und das ist tatsächlich so, das stellen wir fest, Unternehmen, klassische Unternehmen, die sich geöffnet haben in das digitale Zeitalter, die machen mit. Und Unternehmen, die es noch nicht geschafft haben, weil sie auch nicht jemanden hat, der das mitmacht, also der dieses digitale Öffnen mit unterstützt, die haben Stand heute ein Problem. Und das Unternehmen, was heute geleitet wird von einem 65-Jährigen, müsste schon die nächste Generation im... Oder die übernächste vielleicht oder schon. Oder schon die übernächste, ja. schon in der Pipeline haben. Ich denke, das ist auch eine unserer Aufgaben, die wir vor der Brust haben. Wie können wir eine nachhaltige Struktur schaffen, damit wir Nachfolge generieren können. Wäre jetzt die nächste Frage gewesen, zu sagen, aber vorher noch mal eins, Transformationsprozesse in einem Unternehmen sind oft schmerzhaft am Anfang, ja, für das Unternehmen. Das kostet natürlich auch viel Energie in der Beratung, viel Überzeugungsarbeit. Denn wenn das Unternehmen, sprich die Eigner, die Gesellschaft, dann nicht dahinter stehen, ist das eigentlich vergebliche Liebesmühe. Man macht es aber halbherzig. Man macht es, um es gemacht zu haben. Ja, nein, vielleicht. Also wir bleiben bei der Antwort. Ich denke, wenn du dir die Sorgen des alten Meisters anhörst und Menschen äußern Sorgen, wenn sie keinen vorgefertigten Plan abrufen können, weil sie, wie gesagt, 65 Jahre lang einen Plan abgerufen haben und der ist exzellent, das ist ein Prozess, der ist gefestigt. Was wir Stand heute auch machen, also in der Kooperation mit dem nordhessischen Regionalmanagement, wir planen momentan zum Beispiel, um das zu adressieren, einen Workshop
Der ist kostenlos für diese Unternehmen. Der wird so den Dezember stattfinden, Ende November, Anfang Dezember stattfinden. Da geht es genau darum, die Generation Herkunft, Gegenwart und Zukunft zu verbinden. Das heißt, ich denke, wir müssen nur unsere Zielkunden richtig ansprechen, mit dem Meister, der 65 Jahre alt ist, einfach mal in die Bütt gehen und sagen, schau mal, du hast was aufgebaut und möchtest du, dass es weiterlebt? Wenn ja, komm mit uns auf diese Reise der Transformation. Es gibt unglaublich tolle Partner, die wir haben, die uns dabei unterstützen, den Unternehmer an die Hand zu nehmen. Und was ja Wirtschaftsförderung ist. Also wir reden über die WI-Bank, wir reden über die IHK. IHK, Handwerkskammer, Kreishandwerkerschaft. Agentur für Arbeit. Agentur für Arbeit. Wir reden über RKW, ganz wichtig. Genau. Wie gesagt, das Regionalmanagement und die Wirtschaftsförderer. Ich rede auch ganz klassisch über Hessen Trade and Invest in Wiesbaden, die uns ebenfalls unterstützen. Jetzt ist es so, jetzt möchte die zweite Generation gerne sich aufstellen, dass es eben, ich sag mal, für die nächsten 30, 40 Jahre, was im wirtschaftlichen Denken heute schon eine sehr lange Zeit ist, weil wir alle keine Glaskugel haben, und kommt mit dem Altmeister oder mit dem Vater und das Erste ist, jetzt machen wir mal einen Businessplan, dann guckt ihr euch schon mal ganz unverständlich an, denn vorher hat er auf der Rückseite vom Bierdeckel eine Kalkulation gemacht und er hat dem Kunden gesagt, pass mal auf, wenn ich dir als Handwerker deine Zimmer tapeziere, dann kostet dich das pro Quadratmeter ja. 25 Eier und eine Flasche Bier. Das ist aber heute ja nicht mehr die Zeit, wo man sagt, man braucht Computer, man braucht jetzt, wenn beim Maler als Beispiel, kein Mensch rührt die Farben mehr per Hand an, die werden ja auf den Gramm genau abgewogen von einer Maschine. Der Schreiner hat heute CNC-Maschinen und also hochwertig gemacht, der macht Zeichnungen am Rechner. Selbst der Landwirt kommt ja zu euch und sagt, wir möchten uns erweitern, weil drei, vier Gründe. Und dann sagst du ja, sag mal deine Potenziale, sag mal, wo du deine Zukunft in 5 Jahren siehst und was hast du denn schon an Businessplan vorbereitet? Ist das manchmal dicke Bretter bohren für euch? Ja, nein, vielleicht. Sehr gut. Ja, ich lerne. Das Brett ist dick. Mehrere Gespräche, um Überzeugungsarbeit zu leisten. Genau, also das, ich meine, wir hatten jetzt gerade vor kurzem so einen Fall. Die WI-Bank könnte hier tatsächlich helfen und das RKW könnte tatsächlich helfen. Und dann sprechen wir über den Businessplan und der Unternehmer ist natürlich in der Pflicht. Ich kann mich nicht hinsetzen und den Businessplan erstellen. Was wir machen können, wir können ein bisschen Guidance, also ein bisschen Unterstützung geben. Wir können auch den Businessplan mal durchlesen. Ich habe heute erst einen Businessplan fertiggestellt, habe ihn, also was heißt fertiggestellt, durchgelesen, habe ein paar Hinweise gegeben. Es kommt auf den Unternehmer drauf an, und das möchte ich nochmal sagen, leider Gottes ist das so bei uns in Deutschland, dass ein 65-jähriger gestandener Meister niemals die Tür hier aufmachen würde und niemals sagen würde, pass mal auf, jetzt brauche ich mal Unterstützung. Der würde sich das nicht gefallen lassen. Das ist ein Punkt dieser Fehlerkultur und Scheiterkultur. Wir können das in Deutschland nicht. Wir können nicht scheitern. Wir sehen, wohin uns das bringt. Also wir müssen tatsächlich in dieses Scheitern kommen. Aber manchmal ist es, wenn zum Beispiel ein Befreiungsschlag, ne? Es gibt also große Unternehmen, sind irgendwann mal auf dem Weg gescheitert und ich nenne das immer, oder beziehungsweise habe ich das mitgenommen aus meiner vorhergegangenen Rolle in Finnland, das ist die sogenannte Bounce-Back-Time. Und erfolgreiche Unternehmer sind gescheitert, aufgestanden, weitergegangen, haben was Neues gemacht. Ja. Zumal wir inzwischen, ähnlich wie die Amerikaner, die ja dieses berühmt-berüchtigte Chapter 11 kennen, das heißt Fremdverwaltung, das Unternehmen existiert weit, haben wir ja in Deutschland inzwischen im Insolvenzrecht auch. Das heißt, ich muss mich schon etwas nackig machen als Unternehmer,
Wenn ich das nicht will, dann ist es halt so. Genau, dann mache ich zu, ne? Wenn, ja. wenn das nicht ist, wenn das nicht glückt. Ne? Ja. Das ist tatsächlich, wir haben am Anfang gedacht, ach, das wird easy mit der Nachfolge. Ja, wir machen einfach, also jeder kann WhatsApp, ne? Machen jetzt mal so eine quasi Chatgruppe, ne? Es muss intuitiv sein wie WhatsApp, weil das tatsächlich über alle Generationen hinweg funktioniert. Und dann spielen wir einfach die Willigen mit den Willigen zusammen. Und wenn richtig was Gutes machen und zack, bumm, sind wir quasi gescheitert, weil wir festgestellt haben, dass auf der einen Seite unglaublich viel Anonymität gefordert wird. Ja. Das heißt, das machst du nicht eben mal so irgendwo. Ja, gut, ich kann mir also auch gut vorstellen, dass selbst bei der Kreishandwerkerschaft oder bei der Handwerkskammer oder so, nach außen Einigkeit, aber nach innen, man sagt, naja, dann erfährt vielleicht der Wettbewerb, wo ich die nächsten 2 Jahre hin will, und dann ist mein kleiner Wettbewerbsvorteil weg. Das kann ich schon so nachvollziehen. Aber ein Ziel der Wirtschaftsförderung könnte natürlich auch Synergieeffekte sein, Symbiosen. Ne? Wenn, ich sag mal, der Schreinermeister XY nun sehr stark im CAD ist und der andere wunderbar in der klassischen Handwerksarbeit und die beiden sich zusammentun, ist das ja eigentlich auch für die Wirtschaftsförderung, wenn man so Leute zusammenbringt, eine tolle Geschichte. Ist eine tolle Geschichte. Also auch das haben wir schon geschafft in den ersten 100 Tagen. Die Bedenken gewisser Unternehmen, also man spricht ja mit Unternehmen, man hört Bedenken und dann geht man quasi abseits des Spielfeldes nochmal auf die Unternehmen zu. Und so hatten wir jetzt auch einen Logistikpartner, also ein Logistikunternehmen hier bei uns im Kreis, der gesagt hat, okay, pass auf, das ist tatsächlich befreiend, sich von dem Konkurrenzdenken zu lösen und zu gucken, mit wem kann ich Synergien schaffen. Sei es Mitarbeiter-Sharing, also das heißt, den Mitarbeitern Arbeit zu geben, anstatt sie in Kurzarbeit zu schicken, wenn jemand anders mehr boomt. Und ich möchte das nochmal kurz aufgreifen mit diesem Wettbewerbsvorteil. Olaf, ich glaube, im Zeitalter der Digitalisierung und der Informationsverfügbarkeit immer und überall hast du eigentlich gar keinen Wettbewerbsvorteil. Naja, auf jeden Fall ist nach 10 Tagen der Vorsprung weg. Der ist weg. Und sich wieder mit dem Problem zu beschäftigen, ja, in diesem, ja. Das ist mein. Es sei denn, du hast nun das super Patent, das weltweit, aber soll das ist sagen? Wie ein Sechser im Lotto. Es gibt ein Unternehmen, ein unglaublich erfolgreiches internationales Unternehmen bei uns im Landkreis, die melden das Patent gar nicht mehr an. In dem Moment, wo du zum Patentamt gehst und du machst den ersten Strich, kriegen das deine Konkurrenten mit? Ja, erstens ist es ein ziemlicher Aufwand, ein Patent anzumelden. Zweitens ist die Frage, machst du es europaweit, machst du es weltweit? Und Patente werden ja in dem Augenblick, wo sie angemeldet werden, auch öffentlich gemacht. Und ja. Da werden 3-4 Dinge verändert und das war's. Genau. Also auch nicht verändert. Also auch das gibt es ja auch, oder auch nicht verändert. Das heißt, ja. Versuch mal ein Patent in China einzuklagen. Also. Ja, das ist tatsächlich mit dem Unternehmen, mit dem wir jetzt ein erstes Gespräch hatten, ein total gutes Gespräch, der das tatsächlich so aufgemacht. Er hat gesagt, dass das Patent, also den Schutz, kannst du generieren über Beschleunigung. Time to market, das heißt, wenn du einen unglaublich effizienten und effektiven Prozess hast für die Marktreife und oder kleine Erfolge zu feiern, hast du tatsächlich mehr gewonnen, als wenn du ein Patent anreichst. Jetzt ist natürlich die Wirtschaftsbank, die WI, ist eine Bank. Das heißt, der klassische Weg ist ja, der Gründer, der Unternehmer geht zu seiner Hausbank. Eigentlich zu seiner Stammbank und sagt hier, guck mal, und dann kommt, ja, mach mal eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und Deckungsweiter und dieser ganze betriebswirtschaftliche Krempel, den wir eigentlich schon immer gehasst haben, der kommt dann und dann sagt die Bank, tja, und was ist mit Sicherheiten? Und dann sagt der, tja, ne, mein Maschinenpark müsste erneuert werden und. Das heißt, der kommt erst dann zu euch, wenn er vorher überall abgeblitzt ist. Ist das so richtig? Oder in vielen Fällen, wollen wir so sagen. Also
Auch diese Fälle gibt es. Ne? Das heißt, dass die Hausbank gesagt hat, okay, machen wir nicht. Ja. Das, was er bei der Hausbank liefern muss, muss er bei uns quasi auch liefern. Was wir noch machen, ist quasi und zusammen mit der WIBank so ein Gespräch auf Augenhöhe mit unterschiedlichen Partnern. Gehört das für euch zur, ist das wichtig, wenn ihr zum Beispiel über Gründung, Erweiterung, Förderpläne redet, sich auch ein Bild, persönliches Bild von ja. Unternehmer zu machen? Ja. Ist das jemand, dem man zutraut, zu sagen, der wuppt das? Das ist unglaublich wichtig. Ja. Also du kannst manchmal, kannst du dich unglaublich täuschen. Wenn du ein bisschen tiefer gehst, ne, dann stellst du schon fest, ob das funktioniert oder nicht. Ne. Es gibt natürlich immer noch so ein Risikopotenzial. Ne. Leute können sich gut verkaufen, manchmal noch nicht. Ne. Das haben wir schon erlebt. Aber das ist wichtig, persönlich mit den Leuten zu sprechen. Nicht einfach nur via Netz was bereitzustellen. Ja, also Wirtschaftsförderung gibt es ja nun schon eine ganze Weile. Aber so richtig nach vorne geprescht ist sie trotz der eigentlich bis jetzt eher weniger. Das heißt also, der Millionseller wurde hier nicht angesiedelt. Ja, ich habe eine lange Zeit Pause gehabt. Wenn ich aber zurückschaue und ich sehe Unternehmen, mit denen wir sprechen, und Unternehmen kommen auf mich zu und sagen, ohne die Wirtschaftsförderung würde es mich heute nicht geben. Ja, und diese Unternehmen haben tatsächlich schon ihre erste Dekade. Da sind das erste Mal 10 geworden. Und einige sind schon volljährig. Und es gibt auch Unternehmen, die sagen, das wäre eine Insolvenz gewesen, wenn wir die Wirtschaftsförderung nicht hätten. Ja. Wir hatten, was ich allgemein mitgekriegt habe, eine etwas schwierigere Zeit, wobei ich unglaublich dankbar bin für die Vorgängerin, die hier quasi eine Basisarbeit mit dem Team geschaffen hat. Also das Team hat tatsächlich die Wirtschaftsförderung erstmal aufrecht gehalten. Das muss man tatsächlich so sagen. Und die Vorgängerin hat echt gut mitgearbeitet mit einem, und das war das Tolle, mit einem Netzwerkpartner. Das heißt, sie hat es nicht alleine gemacht, still und heimlich, sondern tatsächlich mit einem Netzwerk mit ganz vielen Partnern zusammen. Die ist ja hier beim Landkreis angesiedelt, also quasi unter der Kontrolle der Kommunalpolitik. Manchmal schwierig, die Kommunalpolitik zu überzeugen und sagen, wir können nicht innerhalb von 100 Tagen also jetzt diesen wahnsinnigen Erfolg vorweisen, sondern wir müssen kontinuierlich das Feld ackern und besehen, damit wir irgendwann ernten können. Und das kostet halt auch Geld. Wir konnten es bisher mit einem schmalen Teil, also ohne große Ausgaben, also in den ersten 100 Tagen konnten wir Erfolge generieren. Die braucht man auch tatsächlich in den ersten 100 Tagen. Ich meine, die ersten 100 Tage habe ich gar nicht bekommen, Olaf. Man hat mir gesagt, 100 Tage streichen Sie bitte. Das war ein Geschäftsführer eines Unternehmens, der in dem Auswahlverfahren mit dabei war. Das heißt, ich bin in einer ständigen Abstimmung mit dem EKW und dem Landrat. Also der Landrat ist auch im Informationsloop. Ich denke schon, dass wir Erfolge zeigen können. Es ist natürlich unglaublich schwierig. Ne? Also das heißt, 1. Juli, wir hatten Urlaubszeit dazwischen. Urlaubszeit, das halbe Budget in den Unternehmen ist rum. Ja, also und dann ist es schwierig, weil jetzt sind die Verhandlungen gerade bei Mittelständler und größeren Unternehmen fürs nächste Jahr mit dem Budget, also weiß man auch nicht, ob da... Also dieses Verhalten, das wissen wir, das wird nicht so, ne? So groß sein. Ich denke, also Wirtschaftsförderung ist ja nicht nur mit Geld. Ich hab einen coolen Nordkreis-Kollegen, der sagt immer, ich will von dir keinen Check. Ja? Ich will von dir das Netzwerk und die Ideen, dann die Geschwindigkeit und die Stimme wieder zurück in die Kommunalpolitik. Ja. So ticken tatsächlich aktuell die Unternehmen. Das ist das, was ich feststelle. Wir haben vor kurzem die aktuelle Situation zur Wirtschaft gehört. Wir sehen das momentan tatsächlich in größeren Unternehmen. Ich spüre aber so dieses Bienensummen. Ich spüre das.
tatsächlich in gewissen Rubriken, ja, die sagen, wie kriegen das? Jetzt ist gerade für Mittelstand und den Handwerk sind die kommunalen Auftraggeber natürlich ein unheimlich großer Punkt. Nur die Gemeinden und die Kommunen, die Städte sind natürlich spitz auf Knopf genäht. Das heißt, da wird auch nur das Nötigste investiert im Moment. Das macht es für die Handwerker und Bauunternehmen und so natürlich nicht einfacher. Ja, eine andere Geschichte ist ja das Netzwerk. Auf der einen Seite ist man gut vernetzt, auf der anderen Seite in bestimmten Bereichen, ich rede zum Beispiel von Bildung, oder ist man natürlich auch so ein bisschen im Wettbewerb mit den Partnern. Ne? Wobei ich das als unglaubliche Freundschaft und Allianz alles, also wirklich als Allianz sehe, ohne die Partner, und das ist eine meiner festen Überzeugungen, das weiß mein Team, ohne die Partner sind wir schneller tot, als wir es glauben. In ein Konkurrenzverhalten einzusteigen mit unseren Partnern würde uns schneller das Genick brechen, als wir die Karte durchziehen können, um steppen können. Deswegen, und ich glaube, das gilt auch so für unsere Partner, und der Dank geht auch an die Partner. Ich denke, gemeinschaftlich, wirklich gemeinschaftlich, mit dem Fokus auf Lösungen. Du hast gerade eben die Unternehmen angesprochen, die von der Kommunalpolitik und von den kommunalen Aufträgen leben. Um da nochmal ganz kurz was reinzunehmen. Ich glaube, das ist auch ein Punkt der Disruption. Wenn mein Business darauf aufgebaut ist, also wenn mein Geschäftsfeld darauf ausgebaut ist, von diesen Aufträgen zu leben, dann habe ich ein Problem. Dann stehe ich auf einem einzigen Fuß. Und das ist das mit dem Flussdelta, was ich momentan sehe. Die Partner halten sich momentan ohne die kommunalen Aufträge gut über Wasser. Viele werden unglaublich kreativ auf einen Schlag. Und du siehst. Ja, wenn die Not groß ist. Wenn die Not groß ist. Also ich hab eins gelernt: Menschen bewegen sich, wenn es wirklich kritisch wird. Ja. Oder wenn man auf einmal den Drang verspürt, etwas Neues mal zu sehen. Ja. Ja, dann bewegen sich Menschen. Dann sind sie bereit, die Komfortzone zu verlassen. Mhm. Wir sind momentan bei dem Ersten, also die Not wird uns dazu bringen, tatsächlich unsere Komfortzone zu verlassen und kreativer zu werden. Bitte. Und über die Grenzen hinauszugehen. Ich meine, wir sind nicht der einzige Landkreis mit diesem Problem. Ich bin nicht der einzige Wirtschaftsförderer in Hessen. Ach was? Mit diesem Problem. Ich hab aber unglaublich viel Positivität mit, ja, Richtung Lösung zu gehen. Wissentlich, dass wir viele Scheitergeschichten schreiben werden. Das wird so sein. Und ja, daraus kann ich mich nicht rausziehen. Aber wir werden genauso auch an demselben Tisch eine Erfolgsgeschichte schreiben. Also ich meine, wir haben eine relativ exponierte Lage mitten in Deutschland. Gut, wir haben keine. In Europa. Auch. Wir haben nicht unbedingt die Autobahn direkt vor der Haustür, aber 30, 40 Kilometer, dann ist man schon an einer. Gut ausgebaute Bundesstraßen in der Regel. Wir haben einen guten ÖPNV, darf man auch nicht vergessen, was natürlich nicht nur Vorteil ist, sondern auch ein Nachteil, weil die Leute setzen sich in Korbach in Zug und arbeiten in Marburg oder Frankfurt. Ne? Also ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Wir haben eine herrliche Landschaft. Diesen abgedroschenen Spruch, wo andere Urlaub machen, wollen wir gar nicht benutzen. Aber das ist der Punkt. Ich war gestern, wir sind ja so ziemlich die Einzigen hier in Europa, die mit diesem Green Trail Verbund arbeiten. Hat hier ein Korbacher Baustoff, Werkzeughandel und so weiter was gespendet, Werkzeuge. Und jetzt kommen die Leute und wollen Fahrrad fahren und runter und wollen Kaffee trinken. Und dann ist unsere touristische Infrastruktur ist natürlich unter aller Kanone, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Die Wirtschaftsförderung oder eine Aufgabe ist ja nun, ich sag mal, zumindest die Leute zu überzeugen, dass im Neben Erwerb zu machen. Ich erinnere hier zum Beispiel an Emmas Kaffeescheune in Obernburg, die wunderbar läuft, zwar nur am Wochenende, aber sie läuft.
An den Radwegen fehlt es, selbst an den Touristen-Hotspots, lassen wir mal das Upland weg, am Edersee oder so, muss man schon ein bisschen suchen, bis man da was findet. Das ist das, wo ich vorhin gesagt habe, unsere Leute sind manchmal etwas konservativ. Die investieren keinen Cent, wenn sie nicht wissen, dass sie einen Euro zurückkriegen. Und haben einfach nicht verstanden, wir leben von Touristen und zwar nicht schlecht, wenn es läuft. Ja, nein, vielleicht. ich glaube, was Maislabyrinth mit seiner Knorr-Eichenhütte zum Beispiel. Genau. Ja. Beispiel. Ich meine, wenn wir im gesamten Land von Tourismus gelebt hätten, schon immer, dann wüssten wir auch, wie es geht. Wir leben in einer gewissen Ecke im Landkreis vom Tourismus. Und die wissen, wie es geht. Eigentlich in zwei Ecken, ne? Edersee und Upland. In einer Ecke wissen wir, leben wir mehr. Wie es unglaublich effektiv geht. Ja, der Edersee ist ein Spot für sich selbst. Die Jungs da oben sind aber unglaublich kreativ. Ja. Wenn die jetzt, und das, die arbeiten aber auch zusammen. Die haben erkannt, wenn man gegeneinander arbeitet, geht man einen Bach runter. Genau, das heißt also, diese Kompetenz. Ich war jetzt in München auf der Expo Real und ja. ich durfte ganz kurz erklären, warum Coworking Space im ländlichen Raum vertretungsweise für unsere Partner, für unser Netzwerk, durfte ich da rein in das Panel. Und ich habe etwas so rausgelassen, was auch tatsächlich stimmt. Du hast gerade gesagt, wir leben dort, wo andere Urlaub machen. Nein, ich lebe da, wo ich mich entscheiden kann, ob ich mit einem Mountainbike heute eine unglaubliche Trasse runterdonner, ja, im Sommer. Oder im Winter Schlitten. Ja. Oder im Sommer segeln. Ja. Oder den Green Trail runterfahre. Oder ich gehe einfach Naturbahn hiking. Ja, wir haben Reiterhöfe, wir haben den Maultierhof, wir haben also alle Möglichkeiten. Ich würde gar nicht sagen, wir leben da, wo andere Urlaub machen. Nein. Wir leben unser Leben und zwar unglaublich in einem unglaublich qualitativ hochwertigen Umfeld. Wir sind der Größte, wir sind unglaublich naturell. Unsere regionalen Produkte. Sehen das unsere eigenen Leute so, dass wir in so einem Umfeld leben? Nein, das liegt aber in der Natur des Menschen, dass man eigentlich gar nicht sieht, wie gut man es hat, ne, nach einer gewissen Zeit. Na ja. Und das ist auch unser Auftrag. Das ist eine Aufgabe der Wirtschaftsförderung. Ich meine, wenn ich mir die Nordsee anbetrachte oder das Allgäu oder so, die haben uns 50 Jahre Vorsprung in der Vermarktung ihrer Region, weil die irgendwann einfach kapiert haben, entweder machen wir es gemeinsam oder gar nicht. Es liegt an uns, kreativ reinzugehen. Es gibt unglaublich tolle, spannende Aspekte bei uns im Landkreis, also Grimmheimat. Ne? Gut, kommt das an? Weiß jeder, dass Rotkäppchen von den Grimmbrüdern geschrieben wurde, außer wir? Er ist aus dem Schwalm-Eder-Kreis, also. Nehmen wir mal Schneewittchen, das kommt aus unserem Kreis. Also wer weiß, dass es wirklich von den Grimmbrüdern ist. Das ist, es ist auf jeden Fall ein Märchen, ja, und so ist auch unsere Landschaft, so ist auch unser Leben. Ja. Wir haben es unglaublich gut. Du hast einen wesentlichen Faktor vergessen bei dem Ganzen. Wir haben noch bezahlbaren Wohnraum. Es gibt gewisse Statistiken, die sagen, dass heute die Generation, die gerade heranwächst, dass die in ihrem Leben niemals eine Immobilie haben wird. Ich mag das zu bezweifeln für unseren Landkreis in der aktuellen Situation. Ist das, ich sag mal, für die Wirtschaftsförderung sicher insoweit interessant, ist das gewollt. Warum? Weil es keinen lebenslangen Arbeitsplatzgarantie mehr gibt. Das heißt, mit Coworking und man muss umziehen, man muss flexibel sein zum Teil und dann nutzt es nichts, wenn man den Immobilienklotz am Bein hat. Aber jetzt bin ich wieder beim Coworking und bei der Opportunität, einfach auch von zu Hause zu arbeiten. Ja. Was wir brauchen in diesem New Work, so wie Sie es momentan schimpfen, wir brauchen flexible Arbeitsgestaltungsmodelle. Das wird sich noch ändern. Also wie gesagt, wir sind noch nicht in der Disruption angekommen. Wir haben auch übrigens Olaf zum Zug nach Kassel von Kauach aus.
ein paar Minuten, 30 Minuten, sind wir in Kassel. Von dort aus mit dem ICE nach oben, nach unten. Wie bespielen. Wenn er denn fährt. Wenn er an der ICE. Aber das liegt an, an der Bahn und nicht an der Wirtschaftsförderung Waldeck-Frankenberg. Der ICE fährt eigentlich unglaublich gut. Und wie wir spielen, das war auch ein unglaublich gutes Zusammenfassen eines unserer Partner. Wir bespielen Paderborn, Kassel-Calden und Frankfurt. Was auch immer mit Kassel-Calden in der Diskussion ist. Aber wir bespielen den von hier aus, aus unserem Landkreis, das ist ein ländlicher Raum, unglaublich schwer. Ja. Und der Wohnraum ist nach wie vor bezahlbar. Mhm. Auch zu mieten. Auch zu mieten. Wir hatten jetzt einen Häuserbauer, der hat 3 Wohnungen zu vermieten, ab nächsten Jahr im Sommer. Und er hat mir die Quadratmeterpreise gegeben. Neubau. Und ich musste nochmal hinterfragen, weil ich gedacht habe, der hat sich vertan. Aber das sind schon Unterschiede zu Frankfurt, ne? Ja. Oder zu Kassel. Und das ist ein Neubau. Und du guckst morgens aus dem Fenster und du kannst entspannt in den Tag starten. Ja, gut, ich meine, wir haben in Bad Wildungen und in Frankenberg ja die THM, die Technische Hochschule Mittelhessen, also Wohnraum für junge Leute sowieso gesucht. Eine andere Geschichte ist natürlich, immer wenn es Rezessionen gab, hat die Wirtschaft auf Konsum gesetzt. Aber im Moment halten die Leute ihr Geld zusammen. So, und wenn man jetzt mal durch die Fußgängerzonen geht, Korbach, Frankenberg, Bad Wildungen, diese kleinen Läden sind eigentlich nicht mehr sonderlich interessant für Investoren. Oder doch? Also der Onlinehandel, gut, er geht im Moment wieder zurück. Ja, nein, vielleicht. Ich glaube, hätte man, und ich bin immer dafür, dass die Politik maximal den Rahmen stellt, ne? Also da gar nicht reingeht, hätte man tatsächlich aufgezeigt, wohin so eine Reise geht, ja, und die Leute wirklich mitgenommen in diesen Online-Bereich, also mit Schulbildung, Weiterbildung, denke ich, wären unsere Fußgängerzonen nach wie vor gefüllt und würden quasi als Laden und als Online-Dienst mit einem Lager. Ich komme ja aus dem südlichen Bereich Waldeck-Frankenbergs, aus Frankenberg. Und ich mache das immer so schön. Städtchen übrigens. Danke. ich mache das immer an dem Laden Schaf. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Schaf warst. Ja, ja. Es ist immer unglaublich sensationell, meine Kinder anzuschauen und wie gerne sie reingehen. Und ich selber war ja auch mal ein Kind, als wir hier waren. Ach was. Und ich gehe auch gerne rein. Und zwar hat dieser Laden etwas ganz Tolles geschaffen. Und zwar eine Beziehung. Und darum geht es. Also wir müssen wieder hinkommen, um Beziehungen zu schaffen. Mhm. Kundenbeziehung meinst du? Genau, das heißt also diese Erinnerung, diese unglaublich positive Erinnerung. Und auf einmal fällt mir das unglaublich leicht, auch mal einen Euro mehr auszugeben. Ja. Und ich weiß ganz genau, wenn ich online bestellen würde, bestelle ich nur das eine Ding. Wenn ich in den Schaf reingehe, die Kinder, die drehen ab. Also wir bräuchten eigentlich immer so Beruhigungsmittel, wenn wir reingehen. Die drehen total ab und ich weiß genau, ich würde mehr ausgeben. Ich befriedige aber auch meine eigenen Bedürfnisse, weil ich dann so quasi diese Kindheit wieder spüre. Und genauso ist das auch für mich mit den anderen Läden. Ich glaube, wir müssen mehr in diese Beziehung und dann in diese Kundeninteraktion, in diese Erinnerung positiven Gefühl reingehen. Da gehört natürlich zu, dass man sich heute ein bisschen präsentiert. Das geht am besten über eine Webseite. Man kann es auf dem Smartphone gucken. Und wenn ich mir die Webseiten, angefangen von Kommunen über Handwerk bis Wirtschaftsförderung, auch, die sind zum Teil grottenschlecht. Warum? Weil sie nicht ansprechend sind. Wenn ich Wirtschaftsförderung wäre, sage ich jetzt mal, ich hätte die Seite schon längst auf Englisch und Niederländisch gemacht, weil die Investoren nehme ich ja auch gerne. Ja? Und ein Däne oder ein Schwede spricht also ein besseres Englisch, wie ich ein besseres Deutsch spreche. Als Beispiel. Dasselbe gilt aber auch für die Touristenseiten. Die sind inzwischen so weit, dass sie
zumindest auf Niederländisch da sind, obwohl inzwischen gerade im Upland sehr viele Dänen, Belgier kommen. Also da mache ich die Seite auch auf Englisch. Ne? Und die Webseiten, die Präsentation auch der Einheimischen, des einheimischen Handels ist natürlich, sowas kostet Geld und ist teuer und du brauchst einen, der das bespielt. Und wenn ich mir Facebook und Instagram angucke, da wird zwar immer mal was gepostet, eine Stellenanzeige, wo ich sagen muss, naja, was glaubt ihr, wer sich darauf bewirbt? Weil man sich innerhalb seiner Bubble befindet. Kein Link auf die Webseite und so weiter. Das ist ja auch so ein Feld, das ihr bespielt, wo man sagt, wie werde ich... Es geht ja nicht nur darum, neu anzusiedeln. Wir hatten ja vorhin über Erhalt gesprochen. Zu sagen, pass mal auf, wie kannst du dich besser präsentieren, damit du eben zukunftsträchtig bist oder nicht? Das ist eines der Felder, die wir definitiv vor uns haben. Und ich gehe mal ganz kurz. Du brauchst einen Holländer oder einen Belgier oder einen Dänen, brauchst du keine Webseite zu präsentieren. Du musst auf Google Maps unterwegs sein. Du musst dort deine Daten, deine Hausaufgaben gemacht haben. Ja, dort muss die Rezession stimmen. Dort müssen quasi die Interaktionen stattfinden. Dann kannst du die holen. Ich glaube, wir überschätzen uns manchmal so ein bisschen, was diese Internetpräsenz angeht. Also es geht immer darauf, immer wieder auf dieselbe Frage zurück. Wer ist mein Kunde? Und was ist das Bedürfnis des Kunden? Und von dort aus muss ich quasi starten. Und unser Problem ist, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt digital werden. Und das ist tatsächlich das, was wir sehen. Und dann werden Flyer digitalisiert. Da ja, aber weißt du, wenn ich eine lokale Zeitung hier in Facebook beobachte, die also massiv für ihr E-Paper wirbt, dann weiß ich, wo der Trend hingeht. Denn über kurz oder lang werden die meisten Zeitungen ihren Print einstellen, weil der einfach zu teuer ist. Wobei ich sogar sage, wahrscheinlich wird es weg vom E-Paper gehen. Und zwar, Informationen sind heute überall sofort verfügbar. Ja. Und wenn sie es heute nicht sind... Ja, aber Print ist, ich sag mal, Frankfurter Handelsblatt oder sowas werden noch auf lange Zeit existieren. Aber die Lokalzeitungen werden über kurz, weil auch die Abonnenten einfach fehlen. Die jungen Leute wollen nicht mehr von hinten nach vorne erst die Todesanzeigen und dann durchblättern. Das holen die sich übers Tablet oder Smartphone. Genau. In Finnland haben wir etwas ganz Spannendes beobachtet mit meiner Familie. Die haben unglaublich viel Print. Bitte? Die haben unglaublich viel Print, obwohl sie so digital unterwegs sind. Haben sie unglaublich viel Print. Die haben auch viel Holz, da kostet Papier nicht so viel. Die rezirkuläre Struktur, die rezirkuläre Dings bei Papier, ein geschlossener Kreislauf. Ja. Du brauchst sehr wenig neues Papier. Du hast aber recht, also die beherrschen Papier. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Ich glaube, und das war auch ein spannendes Gespräch mit etwas älteren Unternehmen. Die Unternehmensübergabe läuft aktuell. Okay. Und dieses Unternehmen macht schon sogar so weit, dass es einen Social Media Experten im eigenen Team hat. Das heißt, die haben jemanden eingestellt für Social Media. Und das ist so, ich habe etwas gemacht, um etwas gemacht zu haben. Letztendlich hat die Person unglaublich toll Facebook und Insta bespielt, aber die falschen Kunden. Die wollten Auszubildende. Ja. Die haben die falschen Kunden. Die haben sich nicht damit auseinandergesetzt, wer ist mein Kunde. Das ist quasi Teil von einem Businessplan und einem Business Canvas. Ich muss gucken, wer ist mein Kunde. Und von dort aus komme ich. Ja. Und dann gucke ich, passt mein Produkt. Also natürlich sage ich, das ist mein Produkt, wer ist mein Kunde, wie kriege ich das da rein? Wie kriege ich sie verwandelt? Wie kriege ich sie verheiratet, zusammengeführt? Ja, deswegen sage ich, also dieses Social Media von vielen, gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen, wird total überbewertet, weil sie erreichen die Leute gar nicht, die sie erreichen wollen. Ja. Ich meine, wenn ich zum 150. Mal die Werbung von irgendeinem kleinen Krauter sehe, dann klicke ich die weg und dann ist die auf Dauer weg. Ja? Oder wenn ich mir, wie gesagt,
angucke, Samstag Schlachte essen und ich finde noch nicht mal eine Adresse, ne? Da muss ich erst gar nicht weitersuchen. Auf der anderen Seite, ich sehe das ja nun bei mir mit meiner Website, ist natürlich, wenn man so ein bisschen präsent ist, der Zug aus der ganzen Bundesrepublik da. Liegt aber da, weil ich Artikel reinstelle und nicht Werbung reinstelle. Werbung auch, aber hauptsächlich Artikel. Und die finden dann schon Interesse, wenn man sagt, ja gut, Waldeck Frankenberg war in München auf der Expo, dass Leute gibt, sagen, wo liegt das überhaupt? Ja, genau. Ja, nie gehört. Also so fängt ja Interesse an. Ne? Ich weiß aus meiner Vortätigkeit, wo kommst du her? Frankenberg? Nie gehört. Ach, ich war jetzt, und dann ein paar Wochen später, da war ich jetzt mal am Wochenende, so ein Wochenendurlaub, das ist eigentlich ganz schön da. Da werden wir jetzt erstmal 3 Wochen Urlaub machen. So baut sich das ja auf. Also, dass man sagt, okay, da ist Potenzial, da mache ich vielleicht was. Ne? Ich hatte jetzt vor kurzem war ich bei einem Hotel hier. Seit Finnland gehe ich unglaublich gerne in die Sauna. Ich muss einmal in der Woche muss ich in die Sauna. Und bei einem Unternehmen war bei einem Hotel war ich, Hotelier war ich und unglaublich ländlich. Unglaublich tolle Saunalandschaft. Und ich habe dort einfach Leute gefragt, die da waren, wie sie denn überhaupt auf Waldeck Frankenberg gekommen sind. Es waren Radfahrer. Meinst du, die sind über den Green Trail auf uns aufmerksam geworden oder über den Fahrradweg? Nein. Die haben auf Bookings haben sie gesagt, ich möchte Fahrrad fahren. Ja. Und dann gab es Top 3 Angebote und die haben sich für das entschieden. Auch nicht wegen dem Preis, sondern weil es ansprechend war. Ja. Ansprechend präsentiert. Das heißt, die genau, dann sind wir wieder, die haben im Internet geguckt. Ansprechend präsentiert. Genau, da kann ich eine tolle Webseite haben, da kann ich Insta machen, Facebook machen, wenn ich mit Bookings nicht komme. Nee, weil dieser Kundenkreis eben nicht im Facebook oder Instagram oder TikTok oder Twitter ist, sondern der guckt gezielt nach. Genau, der guckt gezielt nach. Oder das heißt, hier hat das Hotel tatsächlich seine Hausaufgaben gemacht, hat gesagt, okay, wo kommt mein Kunde her? Ja. Und da investiere ich meine gesamte Social-Media-Expertise rein und das haben sie richtig toll gemacht. Also ich habe 3 unterschiedliche Menschen angesprochen. Ich bin unglaublich offen, was die Kommunikation angeht. Ich habe mal gelernt, ich bin mitteilungsbedürftig von einem meiner Mentoren. Und die Leute haben mir das alle zu unterschiedlichen Zeiten, unterschiedlichen Tagen gleichermaßen bestätigt. Ja, ich guck mal so ein bisschen auf die Uhr. Das geht ganz schnell rum. Dimitri, wo geht die Reise hin, der Wirtschaftsförderung? Ich meine, du verlangst ja auch von deinen Klienten und Kunden, Handwerker, Unternehmen, wo geht die Reise hin? Jetzt, wo geht deine Reise hin? Oder wo geht die Reise der Wirtschaftsförderung hin? Die Wirtschaftsförderung wird definitiv an 5 besonderen Markern gemessen. Und diese Marker adressieren wir heute unglaublich stark mit künstliche Intelligenz, mit Digitalisierung, mit Vereinfachung, mit Verfügbarkeit, immer. Das heißt, wir sind immer verfügbar für unsere Partner, für unsere Kunden. Und jetzt sage ich es nochmal, Kunden. Wir wollen wahrgenommen werden als Center of Kompetenz und Center for Kompetenz. Das heißt, dass wir die richtigen Personen mit den richtigen Personen zusammenbringen. Denn die Wirtschaftsförderung darf nicht den Auftrag übernehmen einer kompetenten Person und einer Person, die das benötigt, sondern die muss zusammenbringen. Ja. Deswegen verstehen wir, und das haben wir für uns definiert, wir verstehen uns als eine Plattform für alle unsere Netzwerke. Also ist der Dienstleistungsgedanke ganz oben als dicke Überschrift? Ist unbedingt. Also wir haben nur eine einzige Daseinsberechtigung. Und diese Daseinsberechtigung ist, für unseren Kunden da zu sein. Und wenn unser Kunde uns nicht wahrnimmt, dann machen wir unseren Job nicht richtig. Also unser Weg ist ganz klar, für unseren Kunden immer verfügbar zu sein mit allen neuesten Mitteln, die es gibt. Wir wollen die Menschen, wir wollen die Unternehmen, die unglaublich gut sind. Oder also wie gesagt, ich habe
Natürlich führt man auch negative Gespräche, aber die führt man nicht umsonst. Ja. Es gibt einen Grund, warum sie negativ sind. Wichtig ist, daraus zu lernen, auszuleiten und seine Hausaufgaben zu machen, sich vorzubereiten und dann quasi mit neuen Impulsen skalieren auszugehen. Also die Wirtschaftsförderung, digitale Visibilität, das ist ein wesentlicher Punkt bei uns, neueste Technologien und Befähigung von unseren. Das heißt aber auch für euch permanente Weiterbildung, weil ich sag mal, allein die möglichen Förderprogramme sind ja ein unendlicher Dschungel. Heißt auch neue Techniken, neue Methodiken für sich selbst zu adaptieren, um die dann weiterzugeben? Ja, also mein zweiter Tag hier war, auf einem Flipchart eine Policy zu beschreiben, dass wir künstliche Intelligenz verwenden, jeden Tag. Und zwar eine Problemstellung, die uns richtig auf die Nerven ging, anonymisiert mit künstlicher Intelligenz zu machen. Ja. Nicht um hundertprozentig gut zu prompten, das ist ja quasi dieser Begriff, da was einzugehen, sondern tatsächlich sich auseinanderzusetzen mit der Technologie. Die Mitarbeiter haben alle einen Aufruf bekommen, bis zum Ende des Jahres noch eine Schulung durchzuführen und unabhängig davon, ob das eine qualifizierte mit Zertifikat ist oder einfach eine Schulung zur Weiterbildung, zur persönlichen Weiterbildung, Weiterentwicklung zu machen, weil ein Mitarbeiter, der sich nicht weiterbildet, ist eigentlich nicht mehr existent. Weiterbildung und die Entwicklung eines Mitarbeiters auch auf persönlicher Ebene muss das A und O eines jeden Unternehmers sein. Ich möchte doch noch mal so einen Satz zur KI. Zum Teil ist sie überbewertet. In vielen Bereichen, gerade jetzt sage ich mal Medizinbereich, in anderen Bereichen ist sie natürlich unheimlich wertvoll. Und die Frage ist, wie viel KI braucht der kleine Handwerker? Also, weil sie kostet, ich meine, es gibt kostenlose Programme wie ChatGPT und aber. Bitte? Das sind deine Daten. Das ist nicht kostenlos. Aber erstens, wenn ich sag mal ganz plakativ, meinen alten 386er am Netz habe, brauche ich nicht mit KI anzufangen, weil die kosten unheimlich Rechenzeit. Ne? KI ist überbewertet. Ja, nein, vielleicht. KI ist Fluch und Segen. KI hat Risiken und Opportunitäten. Übrigens, weißt du, was der erste Beruf ist, den KI automatisiert hat? Nein? Deiner. Ja, nein, Studenten eigentlich. Also redaktionelles ist das erste, was KI automatisiert hat. Und wir haben ja immer Angst, dass KI Automobil, also Taxifahrer. Ja, ich weiß, ich spiele ja auch manchmal damit rum und dann sage ich, gebe ich 15 Schlagworte ein, dann schreib mir mal einen Artikel und dann sage ich, aber das bin ich nicht. Zack. Ich denke, und das ist meine Meinung, KI gibt die notwendige Sicherheit und Befähigung, dich zu verändern. Ja. Nicht, also wie gesagt, auch da, ich benutze KI, täglich benutze ich KI. Wir haben grundsätzliche Regeln, also wir müssen mit Daten sorgsam umgehen. Das heißt, wir anonymisieren, wir haben eine Zahlversion in einem MS Office Paket. Microsoft Copilot. Copilot hat ja auch GPT-4 on board. Ich würde mich davor nicht verschließen, ich würde nicht allzu viel draufgehen. Nee, ich wollte nur, also für manche Unternehmen, das ist einfach auch ein Ratschlag von mir. Die könnten sich ja mal über KI, über den Copilot oder über ChatGPT mal eine vernünftige Firmenwerbung einfallen lassen. Das machen die nämlich wunderbar für Internet bis international. Kostet nichts und man hat einen vernünftigen Slogan. Aber naja. Wir hatten einen kleinen Handwerker, also 3 Personen beschäftigt, sind dort beschäftigt, bei dem Unternehmerfrühstück in Bad Arolsen. Ich habe ein spannendes Feedback von ihm bekommen, weil ich immer Feedback haben möchte, auch unangenehmes Feedback, weil ich dann weiß, was ich verändern muss. Ja. Unter Umständen, ne? so stabil sind wir. Und dieser Unternehmer kam auf mich zu und hat gesagt, ich habe jetzt einen Reklamationsprozess. Den hatte er vorher nicht, der hatte auch keinen
keinen Gedanken, wie etabliere ich einen Reklamationsprozess, außer eine Person einzustellen, die das kann. Der hat mit ChatGPT einen Reklamationsprozess, also ChatGPT hat ihm einen Reklamationsprozess skizziert, ein Formblatt erstellt, was er quasi dann nimmt und ein Anschreiben, standardisiertes Anschreiben, unfassbar. Dafür hast du früher Menschen, ja. Ja, die das erstellen. Also wie gesagt, es gibt durchaus sinnvolle Anwendungen, gibt natürlich auch, ist auch gefährlich, weil gerade jetzt hier im Bereich Journalismus, im Bereich der Lernkontrolle von Schülern und Studenten, man nicht so genau unterscheiden kann, wer hat das nun geschrieben. Ne? Also ich bin der Meinung, wir sollten zumindest, also es gibt sowas wie präventives Qualitätsmanagement, da komme ich ja her aus meiner beruflichen Laufbahn, aus dem Qualitätsmanagement, und was mir momentan fehlt, ist in der gesamten Debatte der Einführung präventives Qualitätsmanagement im Bereich Qualität oder präventives Vorsorgemanagement, nennen wir es mal so. Ich denke, die Folgen einer unkontrollierten Einführung und von künstlicher Intelligenz in unserer Hemisphäre wird höhere Kosten konsumieren und in Anspruch nehmen, um das wieder zurückzudrehen. Und deswegen sage ich, wir sind kurz vor einem destruktiven Prozess, weil wir diese präventive Phase nicht haben. Ja. Und wir haben, das ist leider Gottes, auf Landesebene, Kontinentalebene immer ein Konkurrenzdenken. Deswegen stoppt auch momentan keiner. Also wer bremst, verliert, ist die Devise momentan. Und das ist eigentlich schade. Ja. Europa bremst momentan, ne? Also mit dem KI-Akt. Da wären wir jetzt in einer ganz großen Politik, wo man sagen muss. Ja, also wie gesagt, das ist präventiv. Aus meiner Sicht ist es präventives Vorbeugungsmanagement. Denn das Zurückdrehen wird unglaublich schlimm sein. Also wenn wir für Nachhaltigkeit stehen, sollten wir eigentlich überhaupt keine. Also ich kann dir mal eins sagen. Ich habe mich mal mit vorbeugender Instandhaltung in Kraftwerken beschäftigt in einem anderen Leben. Und ich kann dir sagen, das wäre ja vorbeugende Instandhaltung im AKW, im Kohlekraft oder Wasser, ist einfach lebenswichtig, rechtzeitig irgendwas zu machen, bevor es crasht. Ja? Schönes Schlusswort. Dimitri, danke dir. Olaf, danke schön.